Was geht ab, meine Sie-Fighter, Osirio, und es ist wieder Double Raid Banner Time. Wir machen weiter. Ein paar wir haben wieder ein paar Summon raus. An der Stelle weiß ich eigentlich nicht warum, weil ich habe eigentlich den hier wollte ich, habe ich gezogen, Super Vegeta auch. Alles andere ist dann quasi mehr oder weniger Glückssache, aber ich denke mal, wir machen das ein bisschen wieder wie letztens. Hauen wir Single Summon raus und gucken mal, wie das Ganze läuft. Gucken mal, wie weit wir gehen. 1, 2, 3, 3 Pots haben wir, let's go. Pullen das Ganze zurück, gehen in Super Saiyan. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2? Super Saiyan 2, alles klar. Guck mal, mit wie viel Esse hier wir rausgehen. Trunks, okay, komischerweise sagt sich irgendwie, das sieht aus wie ein Esse, aber nee, das war nicht der Fall. Galo, dann tun wir mal weiter Summon auf jeden Fall. Und genau. Ein Pot. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Nope. So ein Double Banner ist echt ein bisschen schwierig einzuschätzen. Die Rates sind zwar erhöht, aber natürlich kann es sein, dass man über eine längere Zeit nichts zieht, kein S, ja, und dann zieht man halt wieder übel viel oder andersrum oder wie auch immer. Aber deswegen würde ich auch auf jeden Fall jedem raten, eigentlich hier nicht zu ziehen. Da wäre es eigentlich für euch wirklich sinnvoll, eure Stones, vor allem für die Free-to-Play-Spieler, zu sparen für Dokkan-Festival-Banner, für die kommende Banner. Zum Beispiel von Angel Golden Freezer, Super Saiyan 3 Bardock, für die zwei Dual-Dokkan-Festivals von Tech Vegito Blue und Strength Rosé. Das sind auf jeden Fall bessere Banner an der Stelle. Aber wir sind quasi just for fun hier. Gucken wir, was hier abgeht. Und wir gehen immerhin in Super Saiyan. Super Saiyan 2 bei dem Single Summon. So, Super Saiyan 3. Also Super Saiyan 3 Animation fehlt mir immer noch. Das habe ich vermisse ich irgendwie immer noch. Kam lange nicht. Falls ihr mal im letzten Video gesehen habt, da habe ich mich selbst ein bisschen herausgefordert. Habe gesagt, ey, ich ziehe jetzt so lange, bis ein SR kommt. Und dann kam da lange Zeit nichts mehr. Aber in dem Video kam auch keine Super Saiyan 3 Animation. Alles andere kam. Also mehr oder weniger Crackscreen und so weiter und so fort. Super Saiyan 3 Animation hätte ich gerne. Das hätte ich gerne in dem Video. Schaffen wir das? Gucken wir mal. Super Saiyan 2? Vielleicht sollte ich das Spiel echt nicht herausfordern wie im letzten Video. Vielleicht echt nicht. Naja, gucken wir mal. Let's go! An der Stelle, ja. GG. Noch kein SSR. Herkel to the left. Herkel to the left. Let's go. Crackscreen? Komm schon. Okay, das Game trollt mich gerade richtig. Das Game trollt mich gerade. Baseform in einem Double Raid Banner, kein Crackscreen. Er ist ein Troll. Ja. Das Game trollt mich gerade. Wieder Herko to the left. Instant Super Saiyan mit dem Rainbow. Let's go. Was geht hier ab? Super Saiyan. Das ist ein Crackscreen. Let's go. Alter, das ist er. Was? Was? Super. Also. Ich weiß gerade, okay, vielleicht habe ich zu viel erwartet, weil Super Saiyan 1 ist keine Garantie für ein Crackscreen, sondern Super Saiyan 1 heißt, dass es garantiert ein SR ist, aber das Rainbow war, und ne, also Super Saiyan 1 ist garantiert ein SR, aber hat eine Chance auf ein SR, aber das, hat eine Chance, dass der Screen sich crackt, an der Stelle haben wir einen gezogen, nice. Aber irgendwie war ich, also es war keine Garantie dafür, dass ein Crackscreen gerade kommen sollte, aber irgendwie dachte ich, dass noch ein Rainbow ist, dass es ein Crackscreen wird, aber war es nicht so. Also das Game hat uns jetzt wirklich back to back bis zu dem Pull gerade eben getrollt, aber sehr schön getrollt. Ja. GG. Super Saiyan 2. Super Saiyan 2. Krillin, okay. 140 Stones haben wir noch. Let's go. Wir machen weiter mit Sing Sum. Ich überlege gerade vielleicht, ob ich einen Multisum random raushauen sollte. Ja, go to the right. Zack. Oder ob wir vielleicht mal zu dem Vegito Banner switchen sollten und da einen Multisum raushauen.
die Überlegungen sind groß. Gucken wir mal. Das heißt, wir machen's. Ich fordere das Game wieder heraus. Wir machen's am nächsten SR fest. Der nächste SR kommt. SR, der kommt. Wenn ich ein bisschen zufrieden damit bin, okay, dann GG. Wenn nicht, dann RIP. Dann switchen wir die Banner. Gucken wir einfach mal. Hero to the left again, Super Saiyan. Wie gesagt, Super Saiyan 3 Animation. Vermisse ich da an der Stelle trotzdem immer noch. Immer noch kein Super Saiyan 3. Geil. Also, okay, wir switchen definitiv, denke ich mal. Also, Golden Freezer. Hauen wir mal. Aber ich habe jetzt Angst, hier reinzugehen. Wisst ihr warum? Das ist ein Double Raid. Wenn ich den Mutlisam mache, sind die Raids, bzw. die Chance deutlich höher, dass ich ein SR ziehe. Aber wie gesagt, die Charaktere, also die SR-Charaktere aus diesen Bändern sind deutlich besser. Heißt, wenn ich jetzt einen Mutlisam raushau, bin ich mir sicher, dass wir dann nichts ziehen. Vielleicht, und wenn wir was ziehen, dann ziehe ich was, was ich schon wahrscheinlich habe. Also Buran kann ich gar nicht sehen. Wisst ihr was? Wir probieren es einfach mal. Dann habt ihr da vielleicht den. Dann habt ihr vielleicht da den Unterschied zum Double Raid und zu solchen Banner. Ja. Hackle to the right. Oh mein Gott, da kommt echt direkt Hackle to the right. Ja, unsere Super Saiyan 3 Animation kommt hier. Nice. Aber. Stopp. Nein. Ich kenne diesen Banner. Ich darf diesen Banner nicht halten. Wisst ihr warum? Ich habe von dem Banner bis jetzt 4 SR gezogen. 4 SR. Alle waren nicht gefeatured. Und ich bin mir ganz sicher, dass hier auch ein nicht gefeatureter kommt. Wenn nicht, dann habe ich verdammt nochmal Glück heute. Ich, keine Ahnung. Irgendwie will ich nicht zu viel sagen, weil ich weiß, dass es irgendwie zurückkommt. Danke. Ja, ich weiß, ich kann voraussehen. Das ist der 5. nicht gefeaturete SR aus dem Banner. Der 5. SR. Ich habe die 5 SR gezogen aus dem Banner. Keiner davon war gefeatured. Heißt, ich habe hier gezogen mit der Hoffnung, dass ich einen gefeatureten ziehe. Das heißt, geil wäre, wenn Super Vegito wäre oder dreifacher Gotenks. Diese Hoffnung wird mir radikal instant genommen, so, also literally instant. Der 5. nicht gefeatured aus dem Banner. Da, ich würde dir so gerne durchklicken, das mache ich jetzt auch, weil ich da echt keinen Bock habe an der Stelle. Oh mein Gott, geil, das hat sich ja richtig gelohnt, wisst ihr was? Oh mein, wir gehen direkt zurück zu dem Double Raid Banner mit einem Multisum. Da bekommt ihr jetzt mal den Unterschied zu sehen. Es sei denn, ich bekomme jetzt einen Dead Multi. Wie ich das Spiel hier schon die ganze Zeit herausfordere. 1, 2, 3, 4 Pots. Let's go. Double Rate. Muss zeigen. Auch, guck mal, okay. Ich habe jetzt beim Vegito Banner ein Esser gezogen. Von der Multisum. Ist echt nicht schlecht, ja. Aber eigentlich gefeatureter. Was will ich damit? Da ist die Rate deutlich höher, dass ich einen gefeatureten ziehe und ich ziehe keinen. Komm, Double Rate. Komm. Dafür bist du da, dass ich einfach Esser ziehe, um es mir besser geht. Back-to-back Trunks macht nichts. Ist ein. Nochmal Trunks? Willst du uns damit was sagen? Wenn jetzt ein Goten kommt und dann LMI Team ist, dann ist RIP. Goten kam? Okay, ja, die ist schon beendet. Aber ey, wir haben noch kein SR. Double Raid Banner, bitte enttäusch mich nicht. Goten wieder. Double Raid Banner, bitte enttäusch mich nicht und gib mir ein. Du musst mir mindestens ein SR geben, bitte. Bitte. Was ist das? Ich sehe nur Goten und Trunks und das war's auch. Wow! Warum habe ich dieses Spiel herausgefordert? No. Jetzt, das sind, was ihr jetzt seht, aus einem Double Raid Banner einen Dead Multi zu bekommen, ist natürlich, also, es hört sich vielleicht so an, als würde Double Raid Banner keine Dead Multis existieren, aber wir haben das Gegenteil gesehen. Trotz Double Raid ist trotzdem niemals die Garantie, dass da irgendwas droppt. Ich habe das Spiel herausgefordert, ja. Ich habe gesagt, ey, oh mein Gott, was mache ich hier? Frust Single Sum. Ah, da kommt direkt ein SR, okay. Frust Single Sum. Sind Frust Single Sum die neue Zukunft? Aber ich bin gerade so frustriert. Also, das ist jetzt quasi, ich sag das jetzt die ganze Zeit, damit wir SR ziehen. Ich bob jetzt Frust Single Sum raus, ja. SGG, raus damit. 1, 2, 3, 4 Pots. Also, was war denn das gerade, Jungs? Oder was sagt ihr dazu? Aus dem physisch Vegito Banner habe ich gesagt,
kommt bestimmt ein nicht gefeaturter und kam auch nur einer. Geil. Dann habe ich das Game herausgefordert und gesagt, ey, jetzt komm, jetzt musst du zeigen, dass Double Red Banner besser sind. Es sei denn, hier kommt ein Dead Multi. Und da kam halt einfach ein Dead Multi. Ja, GG Dokkan Battle. Da habt ihr es, Leute. Spart eure Stones lieber wirklich für weitaus bessere Banner. Ich sag's oft und ich sag's immer und immer wieder. Ich würde euch echt empfehlen, eure Stones für den kommenden Dual Dokkan Festival von Tech Vegito Blue und Strength Rosé zu sparen. Denn da sind die Charaktere zumal gesplittert. In einem Banner sind nur Super Charaktere, in den anderen nur Extreme Charaktere. Heißt, an sich zieht ihr für weniger Charaktere. So gesehen habt ihr bessere Chancen, gezielt SR zu ziehen. Gezielt SR, die ihr wollt. Und zumal da man der vierte Multisam kostenlos ist. Also wenn ihr da Multisam raushauen könnt, dann seid ihr da auf jeden Fall im Vorteil. Und wir machen hier noch unsere zwei Single-Summon. Oh mein Gott. Wir machen hier noch unsere zwei Single-Summon. Dann würde ich auch sagen, adieu Solo-Queue. Ja, das war ja gar nichts gerade. Oh Gott. Vor allem. Oh mein Gott, der Summon nach dem Vegito-Banner, der hat mich literally umgebracht. Und dass ich hier nur Goten sehe, bringt mich auch gerade um, wenn ich ehrlich bin. Krass. Letzter Single-Summon. 1, 2, 3, 4 Pots. Was geht noch im letzten Single-Summon? Wenn wir mit einem SS abschließen, dann kann ich zumindest noch sagen, ja, okay. Jetzt das Ding ist am Mann. SSR, wird das der Fall sein? Nö. An der Stelle, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch den Tag trotzdem gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.